Los. Der war halt total albern aus, Alter. Ey. Ja, okay. Wenn das so gewollt ist, dann ist das halt so gewollt. Ich kurzer Leck. Also werden wir jetzt erstmal mit unserer Drehkurbel. Das eine Tor aufmachen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass halt der Strom dahinter ist. Und wir müssen jetzt aufpassen. Tretor war aber da drüben. Ich glaube, oder? Was Tretor da drüben? Alles klar. Wir gehen erstmal zurück. Weil ich will die Karte haben. Wisst ihr, was ich mich frage gerade? Ja, alles klar. Da kann ich es aufmachen, da ist der Transformatorraum. Es hat mir ja eigentlich nichts gebracht, rein theoretisch. Bringt mir ja eigentlich nichts. Laut dieser Zeichnung. Aber vielleicht komme ich ja durch den Transformatorraum wieder hoch ins Haus. Und dann damit ist zu den. Irgendwie habe ich das Gefühl, in den Transformatorraum komme ich hoch wieder in das Haus. Also in die Polizeistation und finde da dann den Wagenheber, wo ich dann rüberkomme in den Uhrturm und begegne wahrscheinlich so wieder ein Dicker. Also das ist jetzt irgendwie so meine Vermutung, denke ich mal. Ja, ey, dann habe ich auch den Karo-Schlüssel, dann kann ich auch einige Türen wieder aufmachen. Danach geguckt, stimmt ja. Lief meine 5 Hunde. Aber nur 3. Wegen Nummer 18 hier. 1. 3, 3. Aber keine weiteren Hundbeziehungen, wenn ich jetzt mich hier irgendwie verzählt habe. Ich habe gerade die Pistole in der Hand, seht ihr? Er schafft das gar nicht da. Oder? Hast du es geschafft da? Denn Pistole da. Mich auch erzählt haben. Ob 5. Hier noch irgendwo? Ne, hier wohl die Leichenhalle. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt die Kurbel nicht mitnehme. Boah, hier ist eine Wand. Ich bin nur hier bei hier sein. Drüben ist noch. Wind oder ist es ein Hund?
Fühlt euch alle hier scheiß hin, Alter. Wo sind die denn? Vermachen. Den Schaltschrank. Alter, ich guck mich erst hier um, ey. Das Gefühl, dass sie da rauskommen. Ist der Strom hier oder was? Problem ist halt, ich hasse halt wirklich so richtig schnelle Objekte. Deswegen habe ich auch eigentlich keinen Bock auf Hunde. Bin ich ganz ehrlich. Durch den Kraut. Gehen wir hier nochmal lang, gell. Ach hier? Komm da durch, sag ich. Sind irgendwie dahinter. Das Problem ist halt wahrscheinlich, ich komme halt. Und jetzt hier Schießblock. Schießpulver, bitteschön. Metten hier dran oder so. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt wirklich, dass ich dass den Strom hier anmachen muss. Wahrscheinlich hier den Strom anmachen und dann da runtergehen und dann diesen Transformator-Dings machen da. Also, ich muss ja den.
Will noch einer aufs Tänzchen vielleicht kommen? Hä? Wo ist denn jetzt der Kunde da hergekommen? Musik ist ja jetzt übelst krass krank einfach. Also was trinken wir? Da muss ich. Also wenn die Hunde jetzt noch leben, ey, dann finde ich das, also dann finde ich es wirklich total spannend. Also wenn die Hunde im Zwinger da jetzt leben und mich jetzt irgendwie attackieren wollen, dann finde ich das wirklich schwachsinnig. Ich schaff das. Also. Oder war das jetzt der einzige dann noch? Und anscheinend insgesamt wirklich 5. Da drin? Leichenhalle. Alter, willst du mich verarschen, Alter? Das ist dumm. Das ist absoluter Bullshit. Das ist der absolute Bullshit, Alter. Kackvieh, Alter, ey. Ne, die Hundis sind tot. Mein Herz gerade robot. Prima. Also entweder waren die in den Käfig total sinnfrei zu töten, weil die wären wahrscheinlich durch den Strom an gar nicht entlaufen worden, weil die wahrscheinlich ein separates Schloss haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
sorry. Nehme ich das jetzt einfach mal an. Hier lang sind wir gar nicht angelaufen, oder? Nö. Nee. Da sind wir nicht lang. Hör mir gerade mal auf. Gehen erstmal runter. Machen hier nochmal, safen hier nochmal alles. Aber wir sind da nicht angelaufen. Ich glaube selber. Aber ich habe auch gerade keine Munition mehr. Naja, also rein theoretisch ist das ja egal, ob die da gewesen wären oder nicht, aber schauen. Ich habe den Schlüssel so verbrauche hier. Ja, aber wer sollst du denn freigelassen haben dann? Das ist die andere Frage halt, weißt du? Also es waren halt normale Hundezwinger-Dinger. Hätten eigentlich jetzt nicht hier dürfen. Einzige, was mich halt wirklich nervt, ist halt jetzt gerade, dass ich keinen Schuss mehr habe. Also wenn hier noch Hundis sind, dann bin ich voll am Arsch. Bin ich ganz ehrlich. Haben wir jetzt noch hier Hunde oder Katzen mögen was? Ja, jetzt uns voll am Arsch, ey. Ich hab keine Munition mehr hier. Hier komme ich zur Polizei wieder hoch, oder? Oder hier gleich wieder ein Zombie rankommen. Jetzt hier in diesen Raum. Ja. Frage ist aber erstmal, ob hier Munition ist. Also wenigstens etwas. Also ganz ehrlich, es ist immer viel wert. Was ist denn das für eine Tür hier?